So, Achtung, wir drehen. Ton. Ton läuft. Und bitte. Ihr lebt in solch einem Land. Der Strand ist hier. Ja. Moderne Gebäude. Die Wirtschaft funktioniert. Ihr habt ein Haus. Ihr habt eine Familie. Ihr habt eine Arbeit. Ihr habt Geld. Ihr habt Autos. Ihr habt alles. Und innerhalb von 0, nichts, nämlich in dem Moment, als hier hinten hinter uns diese Explosion stattgefunden hat, haben sehr, sehr viele Leute ihr Leben als dieses verloren, ihre Existenz verloren. 210 Menschen haben ihr Leben verloren, über 5000 Verletzte, ja, und über 50 werden noch vermisst. Diese Menschen hatten ein Leben und in 0, nichts wurde es ausgelöscht. Ja. Das Problem ist gar nicht mal so das Geld. Geld ist nach wie vor vorhanden, nur keine Nahrungsmittel. Ja? Die Oberschicht, die Mittelschicht und die Unterschicht stehen jetzt auf einer Stufe. Geld ist hier nicht mehr das Problem, sondern Nahrungsmittel im Moment. Ja? Die sind hier nicht vorhanden. Wir als Ansar Medienteam haben Probleme, hier Nahrung zu bekommen. Wir haben Geld, aber es gibt keine Nahrungsmittel. Das, was wir so als selbstverständlich sehen, ja, was für uns völlige Selbstverständlichkeit ist, ist hier keine mehr. Ja? Und wie schnell so etwas passieren kann, dass man wirklich alles, wofür man ein Leben lang gearbeitet hat, verlieren kann, wie schnell das möglich ist, haben wir hier in Beirut gesehen. Und deswegen seid dankbar, seht es nicht als Selbstverständlichkeit und spendet. Spendet, denn wer weiß, so wie es hier oft einmal passiert ist, kann es überall auf der Welt passieren, gerade in der jetzigen Zeit. Und spendet, damit wir im Fall der Fälle, falls uns sowas mal geschehen sollte oder widerfahren sollte, jemanden finden, der für uns spendet. An alle unsere Geschwister, hier geht es um den Libanon, in Beirut und auch in Tripoli. Wir haben das Problem, zu wenig Krankenwagenversorgung. Jeder Libanese kennt das Problem. Es kann passieren, dass ein Viertel hat nur zwei aktive Krankenwagen. Und wenn eine Katastrophe passiert, wie zu dieser Zeit, ist das noch eine viel größere Katastrophe. Wenn schwangere Frauen oder schwer verletzte Menschen transportiert werden müssen, passiert das oftmals nur auf eine Ladefläche hinten drauf. Und das darf nicht so bleiben. Deswegen, wir sind in Beirut, wir sind in Tripoli, wir verteilen zeitweise ca. 10.000 Euro am Tag, ob es Bargeld ist, ob es Hilfspakete sind. Und wir kaufen Krankenwagen und verteilen die an die Stadtteilräte, damit in Zukunft eine bessere Abdeckung ist. Hilft Libanon. تفضل يا حاج الله يعوض عليك 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 الله يعوض علي